Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Soul Mars. Wir müssen uns vorbereiten für den Gaia-Boss. Mit der Gorilla-Rüstung wurde es ja in der letzten Folge leider nicht. Oder wir werden schauen, dass wir nochmal der Säbelzahn ein bisschen Besuch abstatten, die auf Stufe 2 machen und dann eventuell Darus-Rüstung machen. Aber, was war mit dem Licht gerade? Ich bezweifle, dass es eine gute Idee ist, weil wir nicht wissen, was für Ressourcen wir auch dann brauchen. Ne? Klar, Opfergefäß, aber was ist der Rest? Das weiß ich jetzt leider nicht. Sonst würde ich sagen, bereiten wir uns für den Gaia vor. Ich habe schon mal hier den Bienenstock gesetzt und ja, ein paar Bienen sind gekommen. Ich habe 19 von den Dingern reingehauen, aber irgendwie sind nur 9 Bienen gekommen. Und die müssen ja bis 500 voll, ne? Also das ist teuer. Das ist echt teuer, weil das stellen wir aus. Warte mal, ich kann es mal kurz zeigen. Bienen stellen wir aus. Entweder aus Ananas, Banane oder Papaya, Guave können wir auch machen. Aber an die Ressourcen ranzukommen, wie viele Affen brauche ich da? Tausende Affen? Und wir können ja mal schauen, kann man aus Papaya und Guave Saar machen, dann können wir es wenigstens anbauen. Mal Papaya, okay, Papaya. Guave. Okay, daraus könnten wir wenigstens Samen machen. Ja, dann machen wir das mal. Dann können wir das einpflanzen und dann, ja, weil wir brauchen auch Wachs. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir Wachs brauchten. Aber wir brauchen Wachs, definitiv. Guave haben wir da. Papaya. Ich glaube, wir müssen auch Kakao bald anbauen, ne? Wir haben noch ein paar Andrew Tate-Zigarren. Warte mal, ich will mal testen. Was ist, wenn ich eine Zigarre konsumiere? Wird die wirklich geraucht? Das will ich jetzt gerne mal wissen. Papaya. Habe ich keine Papaya? Hier habe ich nur Nüsse und so. Ich meine, ich hatte doch Papaya, oder nicht? Ja toll, wo kriege ich dann Papaya her? Hä? Hier habe ich klar nur so. Hä, wo? Ich dachte irgendwie, ich habe Papaya. Aber anscheinend nicht, ne? Ach nö. Ja, das ist toll, dass ich Guave habe, ganz viel. Ah, Mann. Oder kommt das irgendwo anders rein? Ich glaube, hier sammelt sich nur Aloe, ne? Wir haben hier ein bisschen Tabak. Ah, warte mal, Agavensamen, Aloe. Vielleicht haben wir irgendwelche Samen, die wir vielleicht pflanzen können. Das könnte sein. Wo sind die ganzen Samen hin? Baumwollsaatgut? Nee. Aber wirklich, habe ich wirklich keine Papaya? Mal. Papaya. Saatgut. Ich meine, ich hatte doch Papaya gehabt. Ich bin mir eigentlich so 100% sicher. Das müssen wir noch mal kurz nachschauen. Ich bin mir zu 1.000.000% sogar sicher, dass ich Papaya da hatte. Oder habe ich es in die Kochstelle reingehauen? Das könnte auch sein. Ich mache erstmal hier raus. Bevor die hier schlecht werden. So, ein paar können wir lassen. Das wird dann produziert. Papaya, nö. Oder habe ich hier irgendwo Papaya verbraucht gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Kürbissalat. Ey, Leute, ich bin mir 100% sicher, dass ich Papaya habe. Oder warte mal, habe ich hieraus vielleicht Fruchtwein gemacht? Oh nein, bestimmt, ne? Ich habe die ganze Papaya für Dinges hier aufgebraucht, glaube ich. Oder nee, nein, ich habe die hier benutzt. Nein. Ich bin mir 100% sicher, dass ich irgendwo Papaya habe. Ich weiß nur nicht, wo. Oder habe ich es mir eingebildet? Jetzt müssen wir blöd Papaya sammeln. Wie komme ich jetzt am schnellsten an Papaya ran? Weil sonst können wir... Warte mal. Hab ich vielleicht Mais, Chili, Tabak, Baumwolle, Kürbis, Tomaten. Oh ja, oh.
Wir haben wenigstens Papaya-Saatgut. Okay, gut, dann können wir wenigstens anbauen. Das heißt, wir müssen hier... Sobald das hier fertig ist, wie lange dauert es noch? 6 Minuten. Dann können wir auf jeden Fall anbauen. Oh, das ist aber echt Glück im Unglück. So, jetzt wollte ich mal kurz schauen, ob wir die Zigarre rauchen können. Einmal hier drunter stellen. Nö, schade. Schade. Wäre witzig gewesen. Aber gut, wir haben Papaya-Saatgut, wir haben Guave-Saatgut, weil wir brauchen das nämlich, weil für die Bienen halt, ne? Dann brauchen wir einmal Aufputschmittel. Skillen. Hallo? Ach so, oh ne, ich brauche mehr Punkte, ja super. Das heißt, wir müssen einfach nochmal umskillen. Aufputschmittel brauche ich und, was war das noch? Ich glaube... Guave. Nee, warte mal, es war irgendein Salat oder so. Ich muss da ganz kurz überlegen. Kochkunst, das war hier. Ah nee, Meeresfrucht, Quinoa, genau. Das heißt, Quinoa haben wir, glaube ich, da. Wir haben Salz. Wir haben alles außer Fisch. Das heißt, wir müssen... Oder? Warte mal. Habe ich nicht doch noch Fisch da? Ne, ist ja auch nicht hier. Das müsste wenn dann hier sein, ne? Nö. Frischfleisch, aber kein Fischfleisch. Gut, das heißt, wir brauchen Fisch. Wir müssen anbauen. Dann können wir ja erstmal gleich anbauen. Dann können wir uns auf den Weg dann machen. Was brauchen wir für ein Aufputschmittel? Ich skill dann erstmal nicht um. Aufputschmittel brauchen wir Kakaopulver. Trockener Tabak. Und Säureflüssigkeit. Warte mal, ich habe doch ein bisschen Tabak hier. Und Tabak, Tabak, Tabak. Ich habe auf jeden Fall auch trockenen Tabak. Aber ich glaube, das ist nicht genug. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Aufputschmittel. Warte mal, Aufputschmittel. Ja doch, das würde sogar reichen. Aber den anderen trockne ich trotzdem. Kakaopulver. Und Säureflüssigkeit. Habe ich nicht sogar noch irgendwo Säureflüssigkeit? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch ein bisschen. Aber das reicht nicht. Aha, aha, aha. Jetzt habe ich wieder irgendwie einen Denkfehler. Tabak, klar. Kakao, genau. Doch sollen wir auch ein paar Samen machen. Nicht alle verbrauchen. Kakaopulver, ach so. Kakaosamen kann man gar nicht machen. Ja, aber wie baut man dann Kakao an? Oder was, wenn ich eine esse? Warte mal, ich mal kurz testen. Das geht gar nicht. Früchte, der Kakaobaum wachsen kann, verarbeiten als Getränk. Ackerland, Asche, Nö. Wachstumstemperatur, doch. Ach, warte mal, Kakaofrucht. Können wir die einfach so reinhauen vielleicht? Ich teste das mal mit ein paar. Warte mal, wir machen das mal so. 8 Stück zum Anbauen. Die können ja schon mal verarbeitet werden. Die nehme ich mir raus. Gut, Tabak, warte mal. Die zur Herstellung von Zigarren. Aber wie kommen wir an Tabaksamen? Warte mal, Tabak? Hier, Tabak. Man kann es einfach so essen. Und hier reinziehen kann man es nicht. Auch nicht verspeisen. Ja, wie komme ich dann an... Warte mal, Tabaksaatgut. Gibt es das echt nicht? Tabak? Nö, nur getrockneter Tabak. Trockenstelle, ja. Den können wir dann schon mal verarbeiten, weil den können wir irgendwie nicht weiterverarbeiten zu Samen. Da müssen wir irgendwie immer hoffen, dass man Samen bekommt. Ist auch mal ein bisschen komisch, ne? So. Ja, dann müssen wir hier kurz warten. 2 Minuten noch. Dann bauen wir nämlich die ganze Baumwolle ab. Setzen dann unsere Samen. Guave-Saatgut, Papaya-Saatgut. Benötigt Steinpulverdünger. Steinpulverdünger. Habe ich Steinpulverdünger? Steinpulver. Oh, nee, Säureflüssigkeit. Oh, ist das teuer.
Säureflüssigkeit. Na super. Säureflüssigkeit. Mit Tomaten. Tomaten habe ich ja eigentlich, ne? Oder? Wo habe ich nochmal Tomaten? Habe ich die hier drin gelassen? Tomatensaatgut habe ich aber noch zur Not, oder? Ja, gut. Dann kann ich die alle verbrauchen. Das ist schon mal ganz nice. Dann können wir daraus nämlich ein bisschen Säureflüssigkeit machen. Wenigstens das. Wir nehmen mal alle. Zack. Ja, manchmal muss man auch produzieren, Leute. Ne? Manchmal muss man auch die Produktion ankurbeln. Säureflüssigkeit. So. Und let's go. Ja, aber 60 ist auch schon mal gut. Mit 60 kann man ja schon mal was anfangen. Davon brauchen wir auf jeden Fall einiges. So, da können wir jetzt gleich ernten. Füllen wir nochmal Wasser auf. So. Vielleicht brauchen wir noch mehr Tomaten. Oder lag es am Wasser? Ich glaube, mehr Tomaten, ne? Ja. Alles klar, aber damit kann man schon mal was anfangen. 60 ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, Tomaten müssen wir auch nochmal bald anbauen. Wenn ich nicht hier noch Tomaten rumliegen habe, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber sieht nicht danach aus. Alles klar. Gut. Und okay, Kakao könnte man dann einfach so anbauen. Das heißt, wir sollten ein bisschen Kakao anpflanzen und ein bisschen... Ihr wisst schon, was ich meine. Papaya und so. Eine Minute noch, alles klar. So, du bist hier den Tabak am Trocknen. Du bist am Updancen, sehr gut. Ja, warte mal, dann für... mal Bienen. Ja genau, das können wir auch machen mit Papaya und Guave. Die können wir wenigstens anbauen. Ananas und Bananen können wir irgendwie nicht anbauen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Der Affe macht irgendwie seinen Job. Irgendwie macht er das schon. So, warte, nochmal ganz kurz schauen. Aufputschmittel. Kakaopulver, kein Problem. Kaktusessenz auch kein Problem, glaube ich. Brauner Tabak auch nicht. Säureflüssigkeit haben wir auch gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Dann war das Quinoa, ne? Und da brauchen wir Fische. Das heißt, dann gehen wir gleich, ja, Fische jagen. Fische fischen, Fische schlagen, Piranhas kloppen. Wie ihr es wollt. So, dann guckt ihr erstmal, ob ich das Feld frei mache. Ah, und dann Steinpulverdünger, ne? Oh. Das wird teuer. Das heißt, Tomaten müsste ich eigentlich auch nochmal pflanzen, ne? So, her damit. Und dann könnte ich direkt mal hier... Ertrag. Wunderbar. Okay, also, dann fangen wir mal an. Erstmal mit dem Kakao. Was braucht denn der Kakao? Aschedünger. Okay, so Kakao bringt auf jeden Fall mehr Skillpunkte. Aschedünger. Können wir das Feld mixen? Oder würde das Probleme führen? Ich versuche einfach mal. Vielleicht können wir zwei verschiedene reinhauen. Schauen wir mal. Also Steindünger. Und dann einmal Nummer 4.
Hab ich auch jetzt ausgewählt, ne? Hallo? Warum geht das nicht? Papaya-Saatgut, hallo? Ah, jetzt geht's, okay. Gut, Papaya, machen wir auch ein ganzes Feld. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Ackerland anbauen. Hallo? Mach ich das halt von hier aus? Sehe nichts mehr. Achso, weil ich. Doch, ich habe Samen. Okay, scheint schon richtig zu sein. Also. Steinpulverdünger. Was? Salpeterpulver. Kalien haben wir. Warte mal, Salpeterpulver. Salpeterpulver, Nitraterz. Ah, warte mal, ja. Warte mal, dann können wir Nitraterz. Davon habe ich auch noch einiges da. Dann stellen wir damit. Ich glaube, dann sparen wir uns ein bisschen die Säure. Warte mal, habe ich sogar ein bisschen was? Quarzsand, Salpeterpulver. Oh, sehr gut. Nitraterz habe ich einiges. Ich will noch schauen, dass wir uns noch mal ein bisschen was aufbewahren zur Not. Asche. Knochendünger. Nee. Vielleicht habe ich sogar irgendeinen Dünger. Mischdünger auszusehen, vielleicht mal gesammelt. Ach, guck mal hier. Haben wir sogar ein bisschen was da. Cool. Das ist gut. Ich muss mal hier kurz durchschauen. Kompost. Ja, dann benutze ich aber nicht alles. Vielleicht, ob wir das noch für irgendwie anderen Kram brauchen. Pulver machen wir bestimmt hier, ne? Klar. Wo auch sonst. Alles klar, hier haben wir sogar ein bisschen Kakaopulver. Wunderbar. Du bist hier fertig, oder was? Ja, das ist schon mal einiges. Wir haben so viel zu tun, ne? Das ist unglaublich. Na, wir haben keine Tomaten mehr. We need some tomatoes, please. So. Damit können wir jetzt schon mal ein bisschen was anfangen. Was brauchen wir nochmal hier für einen Dünger? Aschedünger. Ach, guck mal, haben wir sogar auch da. Weil Feuerasche habe ich, glaube ich, nicht viel, ne? Wenn dann nur hier. Ja, nicht gerade viel. Aber. Wo war das jetzt nochmal? Aschedünger. Perfekt, guck mal. Gut, es läuft doch gut. Hallo? Ich hoffe nur, dass man das Feld auch mixen kann. Das wäre sonst nicht so cool. So, streuen wir mal ein bisschen hier rein. Okay, zählt auf jeden Fall. Jetzt will ich mal testen. Ob ich jetzt hier noch was streue. Zählt auch, okay. Na gut. Dann lief es doch ein bisschen besser als gedacht. Ich hätte es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht oder ob es je mehr umso besser. Ich glaube, das reicht. Temperatur etwas niedrig, aber wir streuen noch mal ein bisschen. Scheint alles gut zu sein. Sehr schön. Ja, warte mal, dann haue ich den Dünger noch mal da rein. Können wir hier aufbewahren. Wunderbar. Die Samen kommen dann erstmal hier rein. Die Käfer auch. Hasan. So.
So, mit der Baumwolle können wir auch noch was machen. Und dann können wir in der Zwischenzeit, wo es alles jetzt am Wachsen ist, Fische holen. Wir können dann Fische besorgen. Ja, falscher Raum. So, dann kann hier wieder mal einen Haufen... Also keine Fasern. Einen Augenblick mal. Das sind keine Fasern. Hier aber, oder? Aber auch nicht viele. Immer ultra viel Holz, aber kaum Fasern. Gut. Garn. Dann Baumwollstoff. Alles klar. Let's go. Randa und arbeite. Ich überlege, ob ich meinen Gefährten mitnehme, weil eigentlich muss ich ja nur runter zum Wasser, ne? Aber gut, der kann dann auch vielleicht ein bisschen leveln. Ich meine, warum nicht? Mitnehmen ist immer gut. Wo bist du denn? Er hat doch übrigens einen neuen Namen. Ich habe ihn auf einen neuen Namen getroffen, und zwar Bono. Ist mir irgendwie eingefallen. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, es passt. Bono ist doch ein toller Name. Yeah, yeah, yeah. Hello, hello. Ja. Auf jeden Fall. Er hat wäre es cool, wenn du die Pfeile natürlich nicht aufbrauchst. Wird er wahrscheinlich machen. Ich habe ihn auch mal mit neuen Waffen ausgerüstet. Er hat zwar extrem... Warte mal, wenn wir uns mal anschauen. Er ist ein extrem guter Kämpfer mit einem Großschwert. 118, aber... Bei den Doppelklingen könnte er hier rein. Das wäre dann auch nochmal 8% Schaden, ne? Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das so mit den Doppelklingen sich so anstellt und so, ne? Ich werde in Zukunft auf jeden Fall nochmal so ein Schwert mitnehmen. So ein Großschwert. Ja, hier die Mauer werde ich auf jeden Fall auch noch fertig machen. Ist aber, wie gesagt, wir spielen ja nicht online. Wird aber auch noch kommen online, ne? Also wenn ihr Bock habt, online zu spielen... Wir werden auf jeden Fall bald mal eine Runde gemeinsam starten. Kommt auf jeden Fall schon mal in den Discord. Infos werden auf jeden Fall dann folgen. Ja. Aber erstmal nicht. Ich werde erstmal noch, wie gesagt, solo erstmal spielen, bis wir hier durch sind. Und dann kann man mit komplettem Wissen und dann kann man besser an die ganze Sache rangehen. Kann man dann online eine Runde starten und schauen, dass man vielleicht, wenn alles gut läuft, sogar einen frischen Server findet. Ich weiß nicht, wie... Inwiefern die da neue Server immer schalten. Ansonsten müssen wir halt auf einem bestehenden Server schon mal drauf. Wäre auch nicht schlimm. Aber ich finde es halt immer cool, wenn alle gleichzeitig neu starten. Weil, ja, wenn die Leute schon, sag ich mal, relativ lange dabei sind, dann ist eigentlich deren Hauptaufgabe die Insel erkunden, schauen, wer neu gebaut hat, schauen, wer irgendwo was baut und dann raiden, ne? Deren Hauptaufgabe ist dann eigentlich nur noch Raid. Nicht mal unbedingt, weil die Materialien wollen, sondern weil die einfach raiden wollen. Ja. Und unser Alpaka braucht mal wieder ein bisschen Stroh, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. So, wie komme ich denn jetzt am besten an Wasser? Einfach hier runter? Scheint mir so, ne? Wir haben hier nirgendwo... Ja, okay. Ah, ich hätte auch hier hochgekonnt. Da muss ich nicht klettern und so. Ich geh da hoch. Oder ist das genug Wasser? Das ist auch... Ja, ist nicht so viel, ne? Nee, unten ist besser. Dann kann ich mal ordentlich Fleisch mitnehmen. Hallo? Springen? Meine Güte. Hat er die weggehauen? Und geh mal da drauf. Ach nee, dann schießt er mit dem Pfeil. So, folget mir. Ich mache hier wieder Freestyle. Das macht aber irgendwie Spaß. Wenn ich irgendwie hier runterfallen, macht Spaß. Ach guck mal, hier ist eine Mine. Ach guck mal, wir haben hier eine Kupfermine. Ich will einmal aufsteigen. Hallo? Krass. Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weiß ich. Wenn ich mal wieder Bronze brauche, bisschen Kupfer für Bronze, dann weiß ich Bescheid. Hier gibt es ordentlich. Alles klar. Gut, aber jetzt geht es nur um Fische. Ach, guck mal, süße Level 20er.
Ich will einfach nur Fisch haben. Nicht mehr, nicht weniger. So. Ne, warte mal, wir können ja so machen. So, bleibst hier. Keiner folgt uns. Was ist denn da los? Mann! So. Wo sind hier ein paar Fische? Mein Alpaka geht's aber gut, ne? Ich hoffe, wir finden hier überhaupt Fische. Könnte man sich die auch holen? Wo brauche ich eine Angel? Oh, Piranhas. Oh, sag nicht, hier gibt's keine Piranhas. Das wäre ärgerlich. Aha, doch. Na wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Fleisch ich brauche. Wie viel habe ich jetzt rausbekommen? Ja, nee, das scheint mir sehr wenig zu sein. Ich glaube, wir müssen dann noch mal ein bisschen... Ach, warte mal, eigentlich könnte ich mit dem Alpaka hier rumschwimmen. Machen wir mal. Aber ich brauche auch wieder eigentlich ein bisschen Lehm, ne? Warte mal, wenn wir schon hier sind. Das kann nicht schaden. Immer her damit. So. Und zack. Gut, dann haben wir nochmal ein bisschen Leben gesammelt. Kann ja auch nicht schaden, ne? Warte mal, ich schwimme sonst in die Richtung. Ich glaube, das Alpaka ist eh ein bisschen schneller, ne? Ach, guck mal da. Wunderbar. So. Kann mit eurem Fleisch. Hä? Ist mein Alpaka in? Hä? Ach so, geht nicht. Ah, wegen dem Wasser, ne? Ich verstehe. Autsch. Bono? Na super. Da kommen wir auch mal mit. Wer weiß, ob wir das noch brauchen. Also, Fleisch. Ich würde sagen, ich sammle noch einmal, dass wir so 100 haben. Ich glaube, 100 ist eine gute Zahl. Oder warte mal. Quinoa. Doch, das reicht, Dicke. Aber trotzdem noch einmal. Damit wir auf jeden Fall mehr als genug haben. Oder reicht das schon? Weil dann könnten wir über 10 Stück machen. Na komm, wir machen es nochmal. Wenn wir schon welche haben. Und her. Hallo? So. Und her damit. So, wo ist jetzt mein Alpaka da hinten? Ah, super. Noch auf dieser riesen Schlangeninsel. Natürlich nicht so cool. Nein, 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 nein. Komm her. Komm zu Papa. Gut, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Muss ja auch mal ein bisschen was gecraftet werden und. Jetzt haben wir ein paar Fische geholt und sind hier auf der Schlangeninsel. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich können wir dann alles craften und dann uns aufmachen zum Sturmgeier. Wie immer bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.